Willkommen YouTube, wir machen weiter mit Sims 4. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Projekt bewertet und kommentiert. Und Mike geht zur Arbeit. Und wir machen super Spuli, weil wir noch pennen. Aber wir müssen uns dann gleich mal um die Pflanzen kümmern. Angespannt bei jedem, bei jemand Luft machen. Was, warum bist du angespannt? Ach so, ich hab die Spaß. Du machst mir kurz Pause. Nein, warte mal. Karriere. Urlaubstag nehmen. Ja. Sprühe das ein und nehme dir dann Urlaub. Oh mein Gott, ist das aufregend. Kriegen wir Urlaub? Ich hoffe doch. Wir sind nicht zu spät. So. Jo, man. Mike hat 64 hinaus über für den Tag Urlaub genommen. Dankeschön. Nein, wir spielen jetzt nicht damit. Wir bewässern erstmal die Toilette. Upsi, bewässern ist dann aber auch gut angebracht. Aber, warte mal, wo ist denn hier bewässern? Hier. Nee. Was wolltest du denn bewässern? Ach, das wolltest du bewässern. Ja, das machen wir. Sehr schön. Und jetzt, oh mein Gott, alles verkaufen. Wir kriegen 116, 84, oh mein Gott. Seht euch die Kohle an, Leute. Oh, wir haben Tausender, wir sind reich. Wir sind reich. Und jetzt sind wir mal hier ein bisschen Comedy machen. Witze erzählen. Gartenfähigkeit Stufe 2. Wer kann am Computer Gartenarbeit und einzelne Pflanzen recherchieren, um Informationen im Notizbuch freizuschalten und Pflanzen in einem nahegelegenen Bereich gießen? Sehr schön. Was hast du denn? Du hast jetzt auch keinen Spaß. Ist egal. Wir fliegen jetzt hier. Der Glimmerstein braucht Zeit, um seine Kraft aufzuladen. Blöder Glimmerstein, ey. So, nein, lass den in. Okay, dann gucken wir uns doch den Auftritt an. Vorführung ansehen. Wuhu! Sehr schön. So macht halt er auch ein bisschen Spaß. Oh Mann, ich hätte dir einen PC. Aber wir können jetzt ein bisschen was bauen. Wir haben ja einen Tausender. Da haben wir jetzt ja die Möglichkeit, uns hier mal schnell so einen Tisch zu leisten. So ein Mister, ich bin billig und willig. So einen billigen PC. Und einen billigen Stuhl. Oh yes, Leute, wir haben's. Wir haben den Jackpot. So. Spiel spielen. Bibliocraft. Oh yes, seht euch an, wie schnell das steigt jetzt. Nicht so schnell, wie erhofft. Wie lange brauchen wir den Glimmerstein jetzt? Nur weil es vorher nicht geklappt hat. Aber hier der Mike, der macht gut, ne? Der macht das schon gut. Er kocht gut, muss man jetzt schon sagen. Wir haben jetzt einen PC, war wahrscheinlich nicht schlau, unseren ersten Tausender dort reinzustecken. Aber ich glaube, es war auch nicht ganz so unklug. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, hören wir jetzt kurz auf zu spielen. Was ist das hier? Richtig, wir kochen was. Mike, lass den Herrn mal in Ruhe. Iss mal dein Zeug auf. Sehr schön. Und dann gucken wir uns hier mal den Kirschbaum an. Immer noch nicht fertig. Was ist los mit dir, Kirschbaum? Du hast nur eine einzige Aufgabe, und zwar zu wachsen. Warum kriegst du das nicht auf die Kette? Brombeerstrauch. Haben wir sonst noch was Interessantes zum Plündern? Nee, wir haben ja aber sehr viele Angelplätze, was ja auch nicht gerade schlecht ist. Ich meine, jetzt wächst alles noch, wisst ihr? Das ist so ein Ding, was ich ausnutzen wollte. Sims Forever spielen. Oh nein. Reparieren. Stell es mal kurz dahin. Hat die Videospielfähigkeit erworben. Sehr schön. Und wie die Handwerksfähigkeit. Ach, die haben wir schon. Ach, nee, hatten wir nicht. Was machst du da? Ist dein Essen? Gartensalat essen? Gut, du kannst es doch trinken, natürlich. So, genau, sitze ich auf seinem Bett. Das ist immer schlau. Es ist niemals auf eurem Bett, Leute, weil dann krümelt ihr euer Bett voll. Geht am besten zu eurer Freundin rüber oder zu euren Eltern ins Bett. Ach, er hat sogar noch am freien Tag Geld bekommen. Das ist ja geil. Isst du bitte deinen Salat auf?
Und spülst ab. Dankeschön. Also wirklich. Also wirklich. Und wie den Angeln. Ach so, du möchtest dich mit uns vertragen wieder, ja? Na, dann komm mal her. Wenn du dich vertragen möchtest, dann wollen wir mal nicht so sein. Romantik. Kriegen wir einen guten Tag, Küsschen. Ey, sie kickt uns schon wieder weg. Verpiss dich doch dann. Was ist dein Problem mit mir? So. Will sie auch nicht. Und kommt lieber übers Aussehen. Ey, sie hat voll keinen Bock mehr auf uns, ne? Wir entschuldigen uns mal. Hör auf doch da mal anzuspielen. Ah, nee, sie verpisst sich direkt wieder. Hat die Schämfähigkeit erworben. Nee, sie geiert noch bei uns so rum. Eine schnelle Wiedergutmachung. Nee, sie hat voll keinen Bock mehr auf uns. Dann lassen wir sie jetzt abblitzen. Ne? Kommt, zieh Leine. Och, Mike. Mike, geh uns doch nicht auf den Sack. Verpiss dich, Mike. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Das Feuer ist erloschen. Das Feuer ist erloschen. Selbstironisch scherzen. Warum ist denn das Feuer aus? Was machst du? Ach, vor allen Verstecken. Ja, mach das mal. Mach das mal. Komm mal kurz runter. Und dann zockt mal hier ein bisschen. Oh, was möchte sie denn? Oh, Nina möchte plaudern. Aha, jetzt ist es doch wieder, ja? Jetzt brauchst du uns aber auch hier nicht mehr. Da sind wir raus, Mädchen. Über viele Blagen. Nee, so niedrig sind wir jetzt noch nicht. Haushalt, umziehen, Titel. Nee, adoptieren wollen wir auch nichts. Im Internet recherchieren. Gartenarbeit recherchieren. Bringt uns das auch Vorteile in Bezug auf Gartenarbeit? Nö. Schade. Warte mal, was denn? Ach, Gartenarbeit recherchiert. Jetzt sind wir so voll motiviert. Wir können jetzt die Welt verändern. Oh, da muss mal jemand auf WC. Und wir schlafen hier drinnen. Die machen mal direkt pennen. Und wir liegen und es wird wieder supermäßig super gespult, oder? Ja, düdüdüm. So, wir müssten am nächsten Tag arbeiten, glaube ich. Ja, unsere Arbeitsleistung ist gut. Nicht perfekt, aber gut. Dann müssen wir mal kurz einstellen, dass wir. Aha! Ihr müsst alle zur Arbeit. Mike, geht zur Arbeit. Mike wird bald befördert zum was auch immer. Vor allem, wir verdienen genauso viel wie Mike. Ey, und wir haben quasi einen richtigen Job, wisst ihr, ich meine. Das ist echt so hart, das Leben. Romantische Stimmung, Blumen geben. Ja, toll. Ohne Freundin ist das schwierig. Die hat uns ja. Sie hat ja auf einmal keinen Bock mehr auf uns. Warum auch immer, wir haben ihr nichts getan eigentlich. Wir haben gar nichts gemacht, so wirklich. Sie ist trotzdem ein bisschen enttäuscht von uns. Leider. Finde ich schade. Ich dachte, wir haben da so direkt so ein Match. Das wäre toll gewesen. Aber wie es sich gezeigt hat, ist das leider nicht so. So, denn immer ein bisschen Schweiß riechen zur Arbeit ist nicht so schlimm. Ja, wir sind zur Arbeit. Denn, ach, Mike ist schon wieder da. Der Masse, kannst du hier mal bitte den Käfer einsprühen? Und danach bewässern, bitte. Und dann können wir da auch wieder verkaufen, bevor er zum Friteusenkoch. Oh, ich mag frittieren. Level 2 der Trophäe. Ach, jetzt brauchen sie dann noch Fähigkeiten in seinem Teilzeitjob. Aber er macht einen guten Job, der Mike. Der Mike hat zwar vielleicht keinen großen, tollen Job, wie manch andere, aber er macht das, was er macht, gut. Und das ist auch gut. Man muss ja keinen krassen Job haben, solange man das gern tut, ist alles richtig. Komm, Mike. Oh, Mega verkauft 1,3 steht da. Kriegen wir hier etwa wieder Fettkohle? Oh yes. Oh ja, das will ich sehen. Mike, du bist ein geiler Typ.
Hey, du machst keine Wasserballonschlacht. Ja, du kannst die Hände waschen, aber keine Wasserballonschlacht. Ah, stressiger Arbeitstag. So. Mittagessen servieren. Grillkäse. Machen wir hier bitte für alle einen Grillkäse. Wenn wir nachher nach Hause kommen, dann können wir da nämlich auch direkt. Sehr schön. Das brauchten wir. Aber dann können wir da direkt Nahrung zu uns nehmen. Warte mal. Du kannst jetzt nicht nur Magie üben, sondern auch erfahrenere, freundliche Magier bitten, dich in der Magie zu unterrichten. Sammle Wissen, indem du Zaubertränke herstellst, Zauber wirkst und Magie studierst. Ja, das möchten wir ja machen, aber wir konnten nicht. Oh ja, wir können in die Welt der Magie rein. Oh, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Wir sind da. Oh, das ging flott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Er hat ja nur kurz seinen Finger so klack. Ja, ich bin Mary Poppins. Na, oh mein Gott, die Magie. Ich war noch nie da. Also ich habe die DLCs, welche DLCs ich gespielt habe, so wirklich intensiv mich mit befasst, jetzt ist Gaumfreund und Hunde und Katzen. Vampir war ich noch nie, Magier war ich noch nie. Oh, ich habe einen Grillkäse im Inventar. Hallo? Weiser, ungezähmte Magie. Freundlich. Freundlich vorstellen. Guten Abend, Sir. Ich bin der McDonald's-Mann. Oh mein Gott, er ist Chef hier, glaube ich. Magie. Magisches Duell. Ritual der Ablösung. Was ist ein Ritual der Ablösung? Bitten einen Zaubertrank. Zum magischen Duell auf dem Duellgelände herausfordern. Ich möchte Zauberunterricht, Großmeister. Wie heißt du? Großmeister Morgan Amber. Vielleicht ist das auch eine Frau. Ich denke, es ist eine Frau. Könntest du mich in Magie unterrichten? Wäre dies möglich? Sie unterrichtet uns. Sie unterrichtet uns. Wir werden Gottverdammt hier nochmal unterrichtet. In powermäßiger Power-Magie. Oh mein Gott, sie hat einen Zauberstab. Werden wir besser? Ja, wir werden besser. Dankeschön, Magierin. Makaroni und Käse zu. Was? Wir wollen da drin kein Essen zubereiten. Oh mein Gott, wir werden wirklich unterrichtet. Ich spule das mal hier flott durch. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind angekommen. Befördern zum Caterer. Schon befördert. Edelstahl. Lomat. Sehr schön. Wir haben jetzt mehr Kohle. Experimentieren. Er hat uns wirklich unterrichtet. Er hat uns all das beigebracht, was er weiß. Gut, wahrscheinlich nicht, aber ist doch egal, Leute. Die goldenen Töpfe der Goldigkeit. Was ist denn das hier? Einschalten. Alle Lichter. Wo geht's denn dahin? Duellgelände. Was bist du? Petersilie ernten. Schnell, hol dir die Petersilie, bevor wir hier wieder weg müssen. Haben die einen Keller? Die haben einen geheimen Keller. Wer bist denn du? Elfhaber! Unsere gute Freundin. Oder die Frau, die wir zu unserer guten Freundin machen wollen. Wir gehen mal zu Elfaba. Hey, wir kennen uns ja schon. Magie, könntest du mich bitte unterrichten? Bitte, Elfaba, unterrichte uns. In der schelmischen nach Foliaten suchen. Was bist du hier? Bist du der Zauberkeller? Elfaba? Okay, sie möchte nicht. Oder doch? Magie. Komm, kannst du uns unterrichten? Wäre dies möglich? Sie unterrichtet uns in schelmische Magie zwar. Das ist jetzt nicht unbedingt die Magie, die ich haben möchte. Hachu-pu-pa. Aber ist ja egal. Wir lernen Magie. Ich will hier auch leveln vor allem. Wir haben es geschafft. Wir sind gelevelt. Mike ist ein Gehilfe aus dem Gebiet der Magie. Wir haben neue Fähigkeiten. Na, offenbar mal bitte hier. Was bist du?
Partikeljagd. Dessim kann Magiepartikel immer sehen und einsammeln. Partikel können gegen Erfahrung und geringe zufällige Bedürfnisboost eingetauscht werden. Muss ich hier eins nehmen? Warum kann ich das nicht nehmen? Wir haben noch zwei Bücher. Genügsame Kombi. Beim Brauen werden möglicherweise keine der erforderlichen Zaubertrankzutaten benötigt. Spannungsableitung. Beim Wirken von Zaubern wird bedeutend weniger Zauberladung entzogen. Ach, wir müssen hier erstmal unten leveln. Wissen ist mal die. Das will ich haben. Was ist das hier? Auge der Kenntnis. Das Forschen, Experimentieren und Lesen von Foliaten geht diesem Sim viel schneller von der Hand. Zauberhafte Kontakte. Schalte magische Sozialaktionen mit anderen Magiern frei, um Magie-EP zu erhalten. Ja, das machen wir. Magie. Von Magie schwärmen. Aha. Deine Kenntnisse der magischen Künste finden immer mehr Anerkennung. Jeder Gehilfe erhält ein magisches Care-Paket mit Gegenständen des täglichen Bedarfs. Sieh in deinem Briefkasten nach. Okay. Wir schwärmen mal von Magie mit ihr. Ich glaube, sie trifft das ganz gut. Sie hat schelmische Magie, wodurch sie ja so ein bisschen anreizend ist. Oh Mann, Magie ist so toll. Wer kommt denn dazu? Wer bist du denn? Sie geht wieder. So, oh nee, kein Bock auf den Typen. Nee, kein Bock, ey. Um Zutaten duellieren, Freundschaftsduell, hitziges Duell, um Artefakte duellieren, um Wissen duellieren. Nee, wir lesen hier mal so ein paar Foliaten. So, welche möchtest du denn? Levelt das? Mein nächster Rang ist Eingeweihter. Lalala, was bist denn du? Und Mike hat ein Foliat gefunden. Teleportieren? Petersilie, ein Drehkäse. So, wir möchten aber wieder nach Hause auch. In Büchern blättern. Nein, wir blättern nicht in Bücher. Nach Glimmerbrot zurückkehren. Nach Glimmerbrot zurückreisen mit. Was? Wie mit? Nehmen wir hier einfach so ein Accessoire mit oder was? Kann man hier angeln? Was findet man hier für Fische? Die magische Forelle. Mit 40 Zähnen. Mike, wo bist du? Angel hier mal. Mike. Angel hier. Komm schon, Mike, hol uns was Geiles raus. Die Folge ist aber auch schon wieder richtig knackig. Du hast nur einen Barsch geangelt. Reicht, Mike, geh nach Hause. Geh nach Hause, Mike. Wir haben nicht so viel Zeit. Liebestag war grauenhaft. Ja, wir haben keine Freundinnen. Was erwartet ihr? Mike, wo bist du? Ach, da ist er. Er läuft hier so eingeklemmt mit seinem eingeklemmten Schniedel. Und er geht durchs Tor der Magie. Das war ja cool im Reich der Magie. Das wusste ich echt nicht, dass das so möglich ist. Oder was da möglich ist, eher gesagt. Weil er ist jetzt hier, wie gesagt, mein erster Mal hier. Ja? Und ich bin positiv überrascht. Ach, Mike, da bist du ja wieder. Mike, dann geh mal kurz pennen. Mach mal einen Schlafi-Barfi. Und wir, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, bewerten, kommentieren wir, Subi. Bis dahin. Tschüssi.